Year after year, the Mediterranean coastline is flooded with tourists looking for sun, beautiful beaches and good food. But these European holidays are increasingly contrasted with pictures of hundreds of boats filled with people risking it all to get to Europe and leave behind a life of conflict and extreme poverty. In 2015, a 21-year-old asylum seeker from Syria had the same dream. He made it to the Greek island of Lesbos in a rubber boat. Ryyan Alshebl's journey continued by train, bus and on foot across Europe, until he reached Germany. I'm steadfast in the German town of Ostelsheim. 8 years ago, German officials sent Alshebl here in the rural Swabia region. He was seeking asylum, not knowing what the future would have in store for him. At age 29, against all odds, he is now the mayor of Ostelsheim. On this edition of Talk to Al Jazeera, we will explore his journey, his success story and his future dreams. The mayor of Ostelsheim, Ryyan Alshebl, talks to Al Jazeera. Mayor Ryyan Alshebl, thank you so much for talking to Al Jazeera. It's been around 2 months since you were inaugurated as mayor of Ostelsheim. It's a beautiful but quiet, small town. How do you feel? Do you feel at home already? Ich bin nach wie vor überwältigt von den Aufgaben, die gerade stehen, aber auch bevorstehen. Meine Gefühle sind eher unterschiedlich. Ich bemerke und fühle schon, dass diese Aufgabe, die ich jetzt wahrnehme, wie Sie gesagt haben, seit 2 Monaten, also einfach gesagt eine geniale Aufgabe ist, aber auch eine nicht einfache. Also in den 2 Monaten war hauptsächlich die Herausforderung, sich inhaltlich, aber auch menschlich hineinzufinden sozusagen, also die Umgebung gut kennenzulernen. Also eine Basis von Vertrauensverhältnis mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mit den Mitgliedern des Gemeinderats. Das dauert nach wie vor auch seine Zeit, aber ich habe ja nicht nur Fans und Anhänger, das ist völlig klar, aber bis jetzt kann ich nur meine Wahrnehmung und das, was ich erlebt habe, schildern. Das Ganze verlief bis jetzt ganz demokratisch und kulant. Ja. You were elected with a majority of the votes in the first round last April. It was a surprise to many. You made international headlines around the world. You were also surprised, right, with this outcome. Do you remember your first reaction? What did you think? Da bekommt man schon einen Schock. Natürlich im positiven Sinne. Man realisiert aber nicht sofort, was das bedeutet. Man braucht Tage später, also nachhinein, bis man realisiert hat, ja, also das ist was für einen so Lebensabschnitt bedeutet, aber auch gleichzeitig eine Zäsur vermutlich auf gesellschaftlicher Ebene. Ja. But what did you think that so many people in Ostelsheim gave you as an outsider trust? Das war nicht selbstverständlich, aber wir haben auch im Wahlkampf, als wir Wahlkampf gemacht haben, meine Unterstützer, auch mein Wahlkampfteam. Wir sind mit dieser Idee so gestartet, also wie würde die Bevölkerung auf einen Syrer letzten Endes reagieren. Aber im Laufe der Zeit, im Laufe der Wochen des Wahlkampfes haben wir immer wieder bemerkt, gut, die erste Begegnung war immer von diesem Thema geprägt, Herkunft, aber vielleicht die zweite Begegnung war eher viel inhaltlich geprägt bzw. orientiert. Also was wird derjenige, also der jeweilige Kandidat uns als Ostelsheimer bringen? Und die Diskussion oder die Debatte rund um das Thema Herkunft rückte immer nach hinten, also im Laufe der Zeit. Let's talk about your life in Syria. Your mother is a high school teacher, your father is an agricultural engineer, and the family is Druze, a small community, religious community in Syria and in other countries as well. Can you describe how you were growing up and what your dreams were back then? Ich bin auch auf einem Dorf aufgewachsen, das nicht viel größer als Ostelsheim ist. Also bin ganz normal in die Schule gegangen, wie jeder andere in dem Alter. Und da ist es praktisch das Alter der frühen Entfaltung der Persönlichkeit, da wo man sich mit der Frage, auch wenn es auf ganz überschaubarer, oberflächlicher Ebene beschäftigt, was will ich werden? Mhm. Und als Kind will man alles Mögliche werden, das ist völlig klar, aber im Laufe der Zeit... Were you dreaming of ever becoming a mayor at that time? Ganz konkret so nicht. Aber also zum Teenageralter und später in der Uni habe ich schon fast für mich erkannt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, eine öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Mhm. Bloß Syrien war nach wie vor kein attraktives Konzept, da etwas in die Richtung zu machen, in der Kriegszeit schon mal gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich später auch das Land verlassen muss und also hier mich als Asylbewerber. Yeah, in 2011, of course, the war in Syria started. How were you affected personally by the war? And at age 21, you decided to leave. Can you explain why? Für mich war es unmittelbar der Grund, dass ich zum Kriegsdienst musste. Und das war schlicht und ergreifend für mich keine Option, dorthin zu gehen. Also wenn man hingehen würde, würde man entweder töten müssen oder getötet werden. Oder möglicherweise auch beides. Damals und nicht nur mir, also das auch erklärt, also die hohe Anteil der jungen Männer an Flüchtlingen, also von 2015 bis heute. Das sind Leute, die in der Regel auch deren Studium oder Ausbildung oder Beruf auch verlassen mussten, eben um nicht zum Krieg entzogen zu werden. So. You were 21 when you left. Can you remember what your parents told you, what message they gave to you before you took off? Das war der erste Moment, an dem ich das Gefühl sehr stark hatte, dass meine Eltern sowas von hilflos waren. Die standen vor der Haustür, wir alle standen vor der Haustür und man hat Abschied hoch emotional von sich gegenseitig genommen und meinen Eltern war es überhaupt nicht bewusst, wie mir auch es nicht bewusst war, ob ich also diesen gefährlichen Weg überleben würde. Das war jedenfalls ein sehr hoch emotionaler Moment, so dass man sich weniger Sorgen oder Gedanken über die Zukunft, was kommen wird, gemacht hatte, sondern eher man war beschäftigt damit, würde ich jetzt meine Familie, meine Freunde, also mein soziales Umfeld irgendwie in der Zukunft nochmal überhaupt sehen oder gar nicht. Und gleichzeitig die Frage, wie geht es mit dem Land weiter? Also so you took this journey all the way through Turkey at the end and then you took a small boat, right, a dinghy, yeah. To Greece, to the island of Lesbos. It's we all know a hazardous journey. Many people died during this journey. Can you describe how it went for you? Ganz genau. Bevor wir überhaupt eingestiegen sind, na, schon okay. Also das haben viele gemacht und wir haben es geschafft. Gut, bei uns war es Novembernacht, etwas herausfordernd, kalt. Dunkel. Also jetzt im Laufe der Minuten hat man schon bemerkt, dass es wird immer kälter, die Wellen werden immer höher. Irgendwann beginnt man gar keine Lichter mehr zu sehen und stellt man fest, ich bin irgendwo. Also kann ich nicht wirklich wissen, also wie weit noch der Weg ist bis zur Insel. Würde ich Hilfe bekommen, wenn ich Hilfe benötige, also von zum Beispiel Küsteüberwachung. Also man wusste gar nichts. Und irgendwann bekommt man Angst, klar. Da, als die Wellen richtig hoch geworden sind und die fast die ganzen Frauen und Kinder begannen auch zu schreien. Da hat man sich langsam die Frage gestellt, wie fühlt sich Tod durch Ertrinken an? Also man hat nicht wirklich jetzt damit gerechnet, dass man lebend ankommen wird. But I understand there was water coming into the boat, right? And, yeah. And your backpack, you only had one bag, and, yeah. And you threw it out of the boat. Das wurde uns so vorgegeben, aus Gewichtsreduzierung Gründen. Also das Boot war ohnehin überfordert. Sie haben es gesagt, also so ein kleines Boot, das für 15 Leute maximal gedacht war. Wir waren insgesamt 49 Personen. Wir waren wirklich recht froh, als wir gesehen haben, jetzt wir erreichen irgendein Land. Und da habe ich ganz einfach gesagt, das ist jetzt so ein neues Leben, was man bekommen hat. Also das war überhaupt nicht selbstverständlich, wie gesagt, dass wir es überleben. Und ja, das waren trotz miserabler Situation, also wir waren bis zur Hälfte des Körpers richtig nass, aber wir waren recht froh, also so eine wahre Freude. And you knew you were going to Germany. You had chosen Germany as your destination. Ja. Why? Why Germany? Aus also unmittelbar familiären Grund, dass mein Bruder war bereits da und hat praktisch seine Deutschland-Erfahrung, auch wenn sie damals etwas überschaubar ist, mit uns immer wieder geteilt. Und alles hat dafür gesprochen, dass Deutschland das Land ist, in dem man auch unabhängig von der Sicherheit. And did you find what you were expecting? Gerade nach 8 Jahren kann ich ja sagen. Also vor allem durch die neue Aufgabe. What was your key to success? Es ist eine Mischung zwischen vermutlich Begabung, Leidenschaft und ja, also den Willen, etwas erreichen zu wollen. Also die Sprache ist nach wie vor der Schlüssel, auch wenn es so ab und zu floskelhaft klingt. Aber ohne die Sprache bekommt man keinesfalls Zugang zur Mehrheitsgesellschaft. We know that of course there are refugees arriving in Germany who are not this lucky or not this successful. What is the difference? What is now the difference between you and people who are not this? Offenheit gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Sehr wichtig. Also die Mehrheitsgesellschaft, auch hier im konservativen Raum, wie ich hier erlebt habe, hat ein hohes Interesse daran, dass sie Leute von außen integrieren. Also die deutsche Gesellschaft leidet bekanntermaßen unter demografischen Problemen. Also dieses Land braucht Leute von außen und am besten, wenn diese Leute auch dieses Land brauchen. Dann haben wir einen Deal hergestellt, von dem alle Beteiligten profitieren würden. Ganz einfach Offenheit und etwas Leidenschaft gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zeigen, dann wird es klappen. When you came in 2015, there was a different approach to refugees, right? It was under Chancellor Angela Merkel, and she basically accepted a lot of Syrian refugees at the time. Yeah. Times have changed. At the moment, it's much more difficult for asylum seekers to get the status here in Germany. Many are also pushed back to countries where they came from. There's what they describe as a sort of ping-pong game between of human beings, basically. Yeah. If you see these images and also the people still drowning in the Mediterranean, how do you feel about this? Also es sind zwei Aspekte, die man dabei beachten muss aus meiner Sicht. Die eine Aspekte sind die menschliche, humanitäre Hilfe. Als jemand, der vor 8 Jahren über sehr ähnlichen Weg gekommen ist, ist nach wie vor in meinem Interesse, dass die Menschen, die kommen, sehr würdevoll aufgenommen werden und auch die Chance gegeben werden, also in diesem Land oder auch in Europa allgemein bleiben zu dürfen und auch deren Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen. Auf der anderen Seite müssen wir, und das sage ich vor allem in meiner Aufgabe, in der ich auf dieses Thema auch gerade seit 2 Monaten auf ganz anderer Perspektive erblicken darf, dass wir es schaffen müssen, dass das Thema auch geregelt wird, sodass es kein Futter mehr für die rechtspopulistischen Entwicklungen, vor allem gerade in Deutschland, gegeben werden. Also in Deutschland werden die Rechtsradikalen stets stärker, und das ist ein Thema, das die natürlich dabei stärkt. Also die Migrationspolitik, Asylpolitik, also wie gehen die Regierungen damit um, und wenn wir am Ende den Preis zahlen müssen, dass die AfD zu den stärksten politischen Kräften im Land gehört, da ist uns allen nicht bedient, und von daher muss man es besser abwägen und das auf europäischer Ebene etwas besser koordinieren. Und das, was man vereinbart hat zuletzt als Deal, ist höchst umstritten, bin ich auch nicht der allergrößte Fan davon, aber vielleicht ist es jetzt ein Preis, was wir in Kauf nehmen müssen. Yeah, you were talking about the AfD, the Alternative for Germany party, right? And yeah. They're now polling really high in all the polls. If there would be an election today, it would become possibly the largest party, the second largest. But at least there is, what you say, a whole rise of the far-right parties at the yeah. moment. How do you see the solution then? Because does that mean that you think there should be a stop on refugees? Because the New Deal, you also mentioned the new EU deal, and your party, the Green Party, has agreed also with this deal that the European Union has decided to stop people at the outer borders of Europe. And also, if people are not applicable for asylum, they can be locked up in detention centers with their children. That's something that the German government has also agreed to. Is that a solution? Das ist an sich nicht die Lösung, könnte aber zur Lösung beitragen zu sein. Also wir tun etwas auf dem Weg zur Lösung, auch wenn meine Partei genau sehr gespalten, was dieses Thema angeht, ist. Ich sehe es als letztes Mittel der Wahl, und man hat es jetzt so. But for you that must be a double feeling, because you came as a refugee, genau, right? Genau. And now you're a politician. Also als Geflüchteter würde ich nie freiwillig in diese Einrichtungen gehen wollen. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite das, was man auch in ein moralisches Dilemma geraten lässt, als jemand, der auf dieses Thema aus ganz anderer Perspektive blicken darf und muss, als jemand, der hier auch für Flüchtlingsunterbringung vor Ort zuständig ist, sage ich ja, also wenn die Belastbarkeit der Bevölkerung und der Infrastruktur erreicht ist, dann ist die AfD stark, und dann sind allen Geflüchteten, aber auch Nicht-Geflüchteten, nicht gedient. Also das ist, wir brauchen eine Politik in dieser Frage, die deutlich zurückhaltender ist. Ja. What would you advise people who would want to take the same journey as you did 8 years ago, coming from Syria, Afghanistan to Germany? Also ich kann grundsätzlich keinem empfehlen, diesen gefährlichen Weg zu gehen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, also wir haben keine Alternative, also in unseren Ländern kommen wir nicht weiter, und unser Schicksal, unser Leben sind bedroht. Ich kann nur empfehlen, wenn die da sind, sich wie gesagt versuchen, in die Gesellschaft, in die große Gesellschaft zu integrieren, und diese Parallelgesellschaften, die bringen keinen weiter, die spalten uns als Menschen, als Bürger, Einwohner in diesem Land, und bringen einem auch, was die eigene Karriere angeht, überhaupt nichts. Also in einer Parallelgesellschaft hätte ich nie Bürgermeister werden können, und nur als Teil der einen Mehrheitsgesellschaft zu sein, konnte ich jetzt so meinen Traum in dem Sinne verwirklichen. Ja. You seem very worried about the popularity of the AfD, the Alternative for Germany party. Do you notice anything personally at the moment in your position as a mayor, or what are you worried about? Ich will nicht freiwillig in einem Land leben, das von Rechtspopulisten regiert wird. Ich glaube, viele von uns auch so. In der Definition, in deren Definition gehöre ich in deren Augen nicht dem deutschen Volk. Also das heißt, ich habe jetzt auch keinen Anspruch auf so ein Amt. Also ich würde so ein Amt in deren Philosophie nicht ausüben dürfen. Und what do you think of that? Das ist ein schreckliches Bild und eine schreckliche Weltsicht, was die haben. Da sehe ich nicht nur meine eigene Zukunft gefährdet, sondern die Zukunft vieler, die in diesem Land sogar auch geboren sind. Ja. Talking about the future, you're now the mayor of Ostelsheim. We already said it's a small, very beautiful, friendly town. What do you want to achieve here before you finish your term? Mein großes Thema ist Klimaneutralität. Wir müssen da etwas erreichen, also Thema Windenergie, auch Photovoltaik. Das sind die Themen, die mich auf der Schiene sehr beschäftigen. Gleichzeitig so die städtebauliche Erneuerung des Dorfes. Also das ist auch Thema, was uns bewegen wird und letztlich ja, eine neue Ortsmitte, die Menschen auch zusammenbringt. What do you appreciate most since you live in Germany? Also die deutsche Mentalität finde ich und fand ich immer bewundernswert. Also die kollektive Disziplin, die die Deutschen haben. Wir haben Länder aus dem Mittelmeerraum, auch Syrien gehört auch dazu, nicht wirklich. Und da lernt man natürlich etwas Neues. Also and what part of Syria you think Germans should have a bit more? Das gesellschaftliche Zusammenkommen, also mehr Wärme sozusagen in den gesellschaftlichen Beziehungen. Deutschland ist auch hier in den ländlichen Strukturen Deutschlands sehr stark gerichtet auf ja, wir arbeiten, wir schaffen was, wir produzieren etwas und am Ende des Tages sind wir hochproduktiv und darauf man zu Recht stolz ist. Aber etwas mehr Wärme, etwas mehr so gesellschaftliche Begegnungen und gesellschaftliches Miteinander wäre wünschenswert. Did you see your parents again? Because you, they were not allowed to come for the inauguration as when you were inaugurated. Ich durfte sie wieder treffen, tatsächlich im Libanon letztes Jahr. Und ich hoffe, dass ein Wiedersehen nicht ganz fern in der Zukunft. But how did you feel that they couldn't come to Germany? Das wurde Dark Side, sag ich mal, von Deutschland. Es zeigt die blinde Bürokratie, vor allem im Ausland, Ausländerwesen. Man kann mit den Behörden nicht vernünftig reden. Also wir werden schauen, also ob sich in Zukunft Möglichkeiten öffnen, dass man die Eltern mal hier sieht, auch zu Besuch. Warum nicht? What are your political ambitions? Where is Ryyan Alshebl in 5 to 10 years from now? Oh, das ist eine wirklich sehr schwierige Frage. In the government in Berlin, for example? Das ist aber ein sehr ambitioniertes Ziel. Also ich schließe nichts aus, aber gerade ist meine Aufgabe hier zu sein und ich freue mich drauf. Klingt das für Politikerantwort, aber es ist so. This is a very political answer, yes. But I can see you have ambitions, right? This is not where your career ends. Also jemand hat zu mir gesagt und finde ich auch zu Recht, also wenn ich hier einen guten Job machen würde, dann würde ich aller Voraussicht nach nicht die nächsten 32 Jahre Bürgermeister von Ostelsheim bleiben, ja. You would? Würde ich nicht. So what do you see after Ostelsheim? Das wollen wir sehen. Still diplomatic. Ryyan Alshebl, Mayor of Ostelsheim, thank you for talking to Al Jazeera. Vielen Dank.